Am 11. Oktober ist es soweit, die Wien-Wahlen, die stehen bevor und ein Team, das es auch versuchen wird, ist jenes um Heinz-Christian Strache. Er darf es nun doch machen, er darf bei der Wien-Wahl antreten. Die rechtliche Grundlage, wir sehen sie hier auch eingeblendet, ist ein Schreiben der Magistratsabteilung im 3. Wiener Gemeindebezirk, nämlich in Wien-Landstraße, ist Strache jetzt offiziell doch hauptgemeldet. Und in der Entscheidung heißt es unter anderem auch, dass seine Gattin und er sich für eine Auszeit und eine räumliche Trennung im Interesse des gemeinsamen kleinen Sohnes, der durch die vergangenen Ereignisse emotional sehr belastet worden sei, entschieden hätten. Ja, im Umkehrschluss ist daraus auch abzuleiten, dass der Haussegen in der Familie Strache wohl schief hängt. Sowohl Heinz-Christian Strache bei seiner Einvernahme Ende Juli hat das Ganze hier zu Protokoll gegeben, als auch Philippa Strache am 17. August. Strache selbst, der zeigt sich natürlich erfreut, dass er antreten darf, spricht in einem Facebook-Posting davon, dass er ein echter Wiener sei. Auch Christian Höbert, der Generalsekretär seines Teams, der zeigt sich erfreut und sagt, ja, die Schmutzkübel-Kampagne, die solle jetzt ein Ende haben, man solle die Schmutzkübel auch zu Hause belassen. Wir werden sehen, wie es weitergeht in dieser doch sehr pikanten, sehr interessanten und rechtlich auch sehr, sehr spannenden Causa. Heinz-Christian Strache, der darf es hier, wie gesagt, doch versuchen. Ob der Einzug ins Wiener Rathaus gelingt, das sehen wir dann am 11. Oktober.